Eine Woche Pause war sicherlich schrecklich, aber jetzt geht's weiter mit Mario Kart Wii. Let's drive! Und für diesen Part nehme ich Rosalina. Und ich tue mir ein scharf driftendes Bike an, weil ihr mich dazu nötigt. Bowser Bike. Aber ich sag euch, ich werde failen. Und da wir keine Fragen haben dieses Mal, Gott sei Dank, habe ich Caleb geholt zur Unterhaltung, damit wir trotzdem was zum Lachen haben oder zum Diskutieren oder whatever. Sterncup! No. Okay. Du hast ja Mario Kart schon mal gespielt gegen mich, nicht wahr? Also ich erinnere mich, ich habe dir eine Runde So. Vorsprung gegeben und gewonnen. Ja, müsste jetzt sein, dass du das erwähnst. Ja, der war abnormal, also. Ich meine, jetzt geht er zwar auch ab, aber was damals mit ihm war, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also, Ja. der war so von oben bis unten vollgepumpt mit Drogen. Ich war früher viel besser, ne? Ja, also, das ist kein Vergleich. Du warst irgendwie, ja, keine Ahnung, du warst so schnell, das war nicht zu fassen. Ja, normalerweise verbessert man sich ja mit der Zeit. Oh Gott, ich kann das mal gar nicht. Aber Mario Kart Wii und Super Smash Bros. Brawl sind die einzigen Beispiele, die mir momentan einfallen, wo ich mich wirklich verschlechtert habe. Aber gut, ein Jahr nicht gespielt. So ist es halt. Wobei ich Mario Kart Wii schon ein paar Mal ausgepackt habe. Richtig krass war es nur bei Smash Bros. Das habe ich lange Zeit nicht gespielt. Und man sieht, dass ich sehr schlecht bin mit scharf driftenden Bikes. Also warum wollt ihr es unbedingt sehen? Ja, ich verstehe sowieso nicht, woher der riesige Vorteil von diesen scharfdriftenden Bikes liegt. Ich meine, Doch, ich war der zwar ist auch mit derbe. denen. Der ist derbe. Ja, aber ich finde die Situation, wo der Vorteil abreißt. Mit dem normalen Driften-Bikes gehst du so raus beim Driften und um den Boost zu holen. Und bei denen sparst du dir das. Du kriegst den Boost auch, aber du schneidest die Kurve so verdammt eng. Du rutscht also nicht raus und machst somit ein paar Sekunden oder Millisekunden, was auch immer, Zeit gut. Gut, aber da musst du ja wahnsinnig um die Kurve gehen, damit dir das irgendwas bringt. Das können viele. Also. Das können wirklich viele. Ich nicht. Wenn ihr es vielleicht schon zwei, dreimal gesehen habt, ich drücke zu früh aufs Driften, weil man das nämlich bei den Normaldriftenden machen muss. Und bei denen hier, scheiße, muss man wirklich bis zum letzten Moment warten. Und das ist eine Phase, wo man sich umgewöhnen muss. Und das Bowser-Bike ist halt auch ein Bike, das sehr, sehr langsam beschleunigt. Ganz anders wie das Wario-Bike. Also ein Item-Treffer ist eigentlich sehr verheerend bei dem Ding. Da muss man so gut wie immer geschützt bleiben. Aber es hat halt, ich glaube, eine sehr hohe Maximalgeschwindigkeit. Wobei das ja auf jeden Charakter anders reagiert. Also ich habe zum Beispiel festgestellt, wenn ich mit Dong, also ich habe bei dir Ja, gestartet, bei aber Funky, bei dir im Wario. Rosalina und Funky sind halt sowieso die besten. Aber ich habe zum Beispiel festgestellt, bei Rosalina und Funky ist das Driften beim Wario Bike niedriger wie bei mir bei Donkey Kong. Kann ja sein, aber auf jeden Fall wird die Beschleunigung besser sein, da wette ich mit dir. Ja, das kann natürlich sein, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber ja, mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass da von jedem Charakter Unterschiede bestehen. Ja, das habe ich ja im letzten Part auch besprochen. Genau, und um mal was anderes zu sagen, ich finde Rosalina sieht in dem Bike irgendwie extrem cool aus, in ihrem Anzug. Ja, versuch mal Allerdings einen ist das. Cheat, also eine Abkürzung. Okay, fail. Man müsste es nämlich genau so timen, dass man dann hier durchfahren kann. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ich es probiert habe. Das sollte ich mir vielleicht mal aneignen. Weil normalerweise braucht man da ja Ja, einen soll Pilz es für. erstmal wieder ein bisschen vorkommen, glaube Ich ich. nutze jetzt einfach mal dieses Anfänger-Item und booste mich nach vorne. Wobei ich den oft benutze, also ich habe gar kein Problem damit. Ich Ja, stand's nur ich mal könnte ab, jetzt was das Böses halt. sagen, aber lass es. Ja, durch. An Ich sich kann's habe gar ich den nicht. Goldblitz am liebsten. Ja, der ist cool. Aber Stern ist geil, ja. Ja, Stern bringt einen aber, da gibt es so viele Strecken, da bringt er einem gar nichts, weil da entweder voll viele Kurven sind. Wieso? Die Kurven kannst du Ja. dann einfach abschneiden hier. Genauso wie ich es gerade mit dem Maxi-Pilz mache. Oder hier durchfahren. Ja, Fuck! nee, das schon, aber wenn es so, ja, Kurven sind wie in zum Beispiel dem SNES Geistertal, solche Kurven.
die kannst du da nicht schneiden. Dann vielleicht nicht, aber du musst ja auch bedenken, dass er dir eine erhöhte Maximalbeschleunigung gibt und einen Stutz gegen jegliches Item. Ja eben, aber wenn du dauernd um die Kurven musst, dann bringt dir ein Stern eher weniger, weil du dann ja ganz aus dem Rhythmus kommst, wie du in die Kurven driften musst. Wenn du gut driften kannst, dann geht's. Ja, wenn ich bin so scheiße schlecht mit dem Teil. Ich muss jetzt irgendwie nach vorne kommen, verdammt. Ja, genau, dich brauche ich, Alter. Siehst du, die überhole ich allein schon, wenn ich nichts tue. Und jetzt komme ich hier so richtig schnell ran. Das Ding jetzt ab, ich liebe ihn. Noch ein, hier, noch ein. Hier ist ein Stern cool, ja, das sage ich ja nicht. Aber zum Beispiel auch im Regenbogen, wo der war. Da bringt er nichts, das ist richtig, ein. Aber da ist das Schlimmste der Goldpilz. Der Goldpilz ist beim Regenbogenboulevard das allerletzte. Das ist das Einzige, was mir echt hilft, der Kugelwilli, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, da bringt er tatsächlich was. Und ich finde ihn ehrlich gesagt auch besser wie der Ketten und das Double Dash, weil der Ketten und das Double Dash hatte die Angewohnheit, dass er mich dauernd in die Schluchten reingetragen hat, wenn ich dann tot war. Passiert manchmal, aber ich fand den immer süß. Ja, also generell vermisse ich die Spezial-Items. Ja, die Spezial-Items fehlen hier. Das Einzige, was für mich Mario Kart wie fehlt, ist, die Spezial-Items rausgenommen haben. Fand ich sehr schade. Ja. Übrigens, eine Frage hatten wir doch, und zwar, was passiert, wenn jemand mit einem Maxi-Pilz gegen jemanden fährt, der einen Stern hat? Der Stern steht über allem. Der Stern macht den mit dem Maxi-Pilz platt. Der Stern ist immer okay. Das Einzige, was er nicht ownen kann, oder beziehungsweise wo nichts passiert, ist Kugelwilli und Stern. Die prallen einfach aneinander ab, also da passiert gar nichts. Hast du schon das alles ausprobiert, oder wie? Das ist alles schon mal vorgekommen bei mir, ja. Okay. Weiß alles. So, und jetzt kann es gefährlich werden, weil... Ja! Hier kann man runterfliegen, und wenn man nicht an das Bike gewöhnt ist, dann kann das schon mal einen kleinen Unfall geben. Ja eben, ich kann mir jetzt sowieso schon vorstellen, dass sich alle über mich lustig machen, aber ich fahre das hier gerade sozusagen blind. Und das Geile war, dafür schlage ich mich ja dann doch nicht schlecht, weil ich zweimal Erster wurde und schon... Wow! Ja, die Stelle hier, ich weiß nicht, du kannst dich erinnern, es hat ja recht lange gedauert, bis ich mir Wii bekommen habe. Ja. Und dann bei meiner Freundin habe ich das hier zum ersten Mal gespielt und das war die allererste Strecke in Mario Kart, die man mir vorgesetzt hat. Du Opfer, weil eigentlich ist die schon ziemlich schwer. Also die ist geil, aber zum Anfangen. Ja? Nein. Und bin dauernd runtergefallen. Warte. Und legt auf jeden Fall ein Item dahin, wo ich es gerade gemacht habe, da wo die Banane ist, weil auf dieser auf diesem beschleunigten Streifen also eigentlich, fallen die Computergegner und auch Online-Gamer ständig runter. Weißt du, dass hier nach dem Ziel mehr Abkürzung ist? Ja, natürlich rechts. Weiß ich das. Ich weiß alles. Ich kenne sogar Abkürzungen, die wahrscheinlich die wenigsten kennen, weil die ziemlich freakig sind. Okay. Ich wollte die nur mal gefragt haben. Ja. Auf jeden Fall, das war... Aber warte, wenn du die Abkürzung schon mal ansprichst, die sollte man nur nutzen, wenn man einen schlechten Platz hat oder in der allerersten Runde. Also in der allerersten Runde würde ich mich ein bisschen zurückfallen lassen, so auf dem sechsten Platz, dann in die Ding reinfahren. Dann ist man so 8er, 9er, kriegt ein gutes Item. Durch die Beschleunigungsstreifen kommt man dann wieder vor auf 1, 2, 3 und hat ein episches Item. Mhm. Und das irgendwie ist das hier gerade chillig. Was geht denn hier ab, hey? Ja. Also mittlerweile kann ich die auch wirklich gut, aber als ich das erste Mal gefahren habe, hatte ich natürlich gleich meinen Hass dagegen, weil ich meine, ich habe alle gedisst und ausgelacht und so, weil die ganze Runde gefallen bin. Mhm. Da war ich schon sehr depri. Erstes Mal die Wiimote in der Hand. Ja, also die Strecke zählt auf jeden Fall zu den geilsten. Das kann man schon so festhalten. Die ist echt geil, da weiß ich noch, weil. Ihr müsst wissen, bevor Mario Kart 4 rauskam, war der hier monatelang fast durchgedreht vorher. Ja, ich hab's dir auch mal gezeigt, gell? Ja, und also ich weiß, das hast du in der Notiz nur noch so und so viele Tage, bis das epische Game rauskommt und so. Mhm. Und da war das, glaub ich, die erste Strecke, die mir gezeigt. Okay, das hätte schlimmer kommen. Was ich allerdings ein wenig lächerlich finde bei dem bei dem Ingame, ist, dass manchmal so viel auf einen zugeschossen kommt, dass es nicht ganz normal ist. Ja, den also, Luma finde ich aber eigentlich schon scheiße, weil der Luma stört.
Ja, das habe ich ja vorhin gemeint, der Nummer stört ein bisschen, aber Rosalina sieht cool aus. Ja. Auf jeden Fall, ich finde vor allem ganz schlimm, ist es in Luigis Piste. So gibt es zumindest mir, der wird man am Ende immer so geowned, das ist nicht zu fassen. In Luigis Piste zählt nur die letzte Runde, die ersten zwei sind nur Zeitverschwendung. Hol dir in der letzten Runde richtig einen Stern, einen Goldpilz, einen Kugelwilli oder sowas und du bist Erster. Das ist so ein Schwachsinn, diese Strecke, nicht sowas von zum Kotzen. Ja, da kann eigentlich immer jeder gewinnen und jetzt muss man sagen, diese Strecke hier finde ich nicht einfach. Ja, ich finde die aber auch sehr geil, also weil jede Runde ist die Strecke ein wenig mehr im Arsch, weil immer mehr in die Lava runterfällt und das finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Die ist sehr, sehr super designt und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich erinnert diese Strecke ein bisschen an Diddy Kong Racing vom Design her. Finde ich cool. Kann ich jetzt nichts zu sagen. Zum Dinosaurier Land da. Aha. Komm, ja. Oh. Natürlich kann man auch sehr viel besser den gegnerischen Items ausweichen mit dem scharf treffenden Bike, weil das einfach richtig rumreißt, das Ding. Anders wie bei dem anderen. Verdammte Scheiße, was soll das? Und ich hab doch geschüttelt, was soll die Kacke? Wieso werde ich gestoppt? Völlig unnötig. Ja, dort. Ja, das war natürlich scheiße, aber du hättest auch in der Lava landen. Wenn wir jetzt noch mehr Pech haben. Sind alle auf dem Haufen, also ist alles. Das finde ich auch unlogisch. Die Computergegner, also der ist Elfter gewesen und hat eine rote oder eine grüne, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ein Item hintergeschossen, nur um mich zu treffen. Das macht keiner, aber danke dafür, habe ich jetzt den Blitz. Bam! Das hat jetzt schon Dimensionen von Super Mario Kart, falls du dich erinnerst. Ja. Denn da war man immer gegen den Spieler. Also ich war jetzt dreimal Erster. Irgendwie habe ich es immer geschafft, Erster zu werden. Ich will jetzt nicht failen. Also los, Starima, genau, yeah. Mega Abkürzung. Jetzt gehe ich ab. Scheiße, doch nicht. Ähnlich gehe ich auch mit dem Goldpilz, aber sobald ich den habe, dann kenne ich keinen Freund. Verdammt, ey, verpisst euch. Item, scheiße. Gib mir Speed, genau, Windschatten und nein, meine Blute. Das hat er gerochen, der Hund. Ja, doch. Item. Thanks, weg da, Trottel. Schutz. Oh, ja, cool! Drei Grüne mit einem dritten Platz. Was der Hell? Ja, passt schon. Drei Grüne als dritter Platz, das ist schon normal. So schlecht ist das Item auch nicht. So schlecht nicht, aber es hilft einem nicht wirklich, um nach vorne zu kommen. Ich schaff's eh nicht mehr. Zweiter werde ich vielleicht, aber Erster werde ich nicht mehr. Oder doch, der Vollidiot hat einen Fehler gemacht. Spaß. Los, fahr. Vorsicht. Okay, good job. Ja. Boost. Vorsicht, denk dran, hier ist immer mehr am Arsch. Damn. Boah, okay. Also, mein Fazit ist, es braucht sehr viel Training, aber das hätte ich auch schon vorher sagen können. Ihr wolltet es unbedingt sehen, also habe ich es euch gezeigt. Im Online-Rennen mache ich das nicht, weil ich nicht vollkommen blöd bin. Aber vielleicht mache ich es im nächsten Cup noch einmal und versuche es mir vielleicht irgendwie beizubringen. Aber es braucht sehr viel Zeit. Schauen wir mal an, welchen Rang wir erreicht haben. Ich tippe auf einen Stern. Ja, einen, vielleicht sogar zwei. Ich glaube nicht einer. Zwei. Ja. Okay. Zwei wurde so ein bisschen zu oft getroffen, glaube ich. Vielleicht. Dann ab ins Online-Rennen. Mal schauen, ob einer drin ist, der sich Bin Laden oder so nennt. Müsste gebannt sein. Echt? Lol. Okay, Tommy, Tyler, Bob Ross, Steve, Duke oder sowas, Scooter, lol. BR-Beats, Barthead, PM Bart. Movies, Hero Me. Was fehlt als Arschgesicht? Lol. Okay, die Gruppe schaut gar nicht so schlecht aus. Von den Punkten her zumindest. Wie es jetzt in der Praxis ausschaut, das sehen wir gleich. Was wähle ich denn? Ich wähle DK, Schikane. Okay, bis jetzt ist noch keine Luigi-Piste und kein Rainbow Road, also passt schon. Ich denke, es wird GCN Peach Beach. Ich tippe auf N64 Bowser Festung. Ach,
Ach doch, da war doch ein Luigi-Piste. Habe ich gar nicht gesehen. Oh, es ist das Random und es hat Blätterwald entschieden. Blätterwald. Okay, schnell das wieder sehen. Ja. Why not? Spiegelversion! Oh nee! Ah, interesting! Nee, nicht wirklich. Fuck. Ab ins Ding da rein hier. Erst mal mit einem anderen Bike umgewöhnen. Ja. Ich muss mich jetzt eher an den Spiegel gewöhnen, oh. Verdammt. Aber aufpassen, wo du hier den Goldpilz einsetzt. Ja, ohne Scheiß, ich bin jetzt total... Vor allem den Spiegel. Ja, hier würde ich ihn nicht einsetzen, das ist zu gefährlich. Nee. Verdammte Scheiße. Warum muss es Spiegel sein? Ja, gibt überhaupt keinen Grund dafür. Die ganze Gesamtpunktzahl, die war viel zu niedrig. Da war doch nur 6000er und 7000er. Da hätte man das ruhig auf, was weiß ich, maximal 150 anpassen müssen. Jetzt kommt eine Bombe! Ja, aber mit der ich mich selbst in die Luft sprenge. Geil! Die Spiegelgegner sind ja nicht unbedingt stärker wie die 150 CCM-Gegner, oder? Sondern nur... Ja, Spiegel so. Halt. Ja, schon, aber für den Spieler ist es halt schwieriger. Ja, das stimmt. Mit dem Fail, aber bei den schon. 9000ern waren es, glaube auch nur 150. Naja, mal schauen. Wer weiß, vielleicht in Rainbow hast du es ja auch noch umgerissen. Mein erstes Sieg im Übrigen. Diesem Let's Play. Das sind so viele Sparten da vorne. Ja, einen habe ich weggeownt mit dem Stern. Danke, Sternchen. Der andere ist runtergefallen. Der dritte. Boah, oh Scheiße! Jetzt wird der wird vom Wiggler aufgehalten, aber ich auch. Jetzt sind wir wieder alle auf dem Haufen. Nein. Aber zumindest hast du jetzt sehr gut aufgeholt, muss man sagen. Jetzt dafür, dass du dir gerade alle Chancen abgeschrieben hast. Habe ich auch wieder. Ich hätte entweder durchfahren müssen beim Wiggler oder jetzt dieses Item bekommen müssen. Jetzt habe ich ein Problem. Zum Glück hat der gefällt mit seinen drei Schildkröten, aber dafür zwei andere runtergehauen. Ja, er hat scheinbar welche getroffen damit. Irgendwie sind es glaube eher Noobs, mit denen du gerade... Ja, sind's auch. 6000 und 7000 Punkte. Es sind keine Pros dabei, aber ich stelle mich an wie ein Vollidiot. 7000 finde ich jetzt nicht schlecht. Ist aber schlecht. Wobei einer von denen zwei Sterne hat. Was soll das? Nein! Okay, vergiss es. Endgültig vorbei. Derjenige, der in der Kanone war, war der Erste. Ich glaube, war der Einzige. Somit ist er nicht vom Blitz getroffen worden. Gut, vielleicht reicht es dieser Stachelpanzer wieder aus. Aber, nee. Wo hat denn der getroffen, sag mal? Ja, der Blitz trifft alle, die auf der Straße sind, aber in so... Ja, ich weiß, aber der Stachelpanzer, ich habe gar nicht gesehen, wie der den Ersten getroffen hat. Ich habe nur gesehen, wie er losgeflogen ist. Ob er getroffen hat, kann ich nicht sagen. Ich gehe mal davon aus. Kein Item, wunderbar. Was soll die Scheiße, Mann? Natürlich kommt wieder so ein blöder Scheiß-Noob mit diesem blöden Kugel-Willi, Mann! Ja, meine Lade hat er dich nicht auf der Brücke erwischt. Was bei mir jedes Mal abgeht, ist so lächerlich. Die sind alle schlecht. Das hat man daran gesehen, dass ich eigentlich in aussichtslosen Situationen dennoch auf guten Platz vorgekommen bin. Die können alle nix. Aber ich bin einfach so dumm. Ja, das ist der LP-Effekt. Heißt es auch so. Und jetzt kommt wieder einer mit 9000 rein. Das wird auch ein Spaß. Ja, also jetzt sind die Gegner ein bisschen stärker geworden. Und jetzt macht er 100? Du bist ein Arschloch. Hä? Aber warum? Weil das Betrug ist. Jetzt ist einer mit 8000 drin. Und meine L100 dann. Keine Ahnung. Der Bob-Omb hat schon mal getroffen. Aber ich musste halt wirklich ausweichen wegen diesem scheiß Kugelbilly. Und logischerweise habe ich wieder diese schöne Wolke. Die dir hier absolut nichts bringt. Die bringt nie etwas.
Na gut, doch, in äußerst seltenen Fällen. Wenn man durch Gras zu fahren kann, findet sich schon was. Ja, oder das letzte Item vor der Ziellinie. Das bringt dann auch noch was. Ja, dann auch. Aber hier ist kein Gras oder so, oder irgendwas, das ich abbremsen könnte. Nee. Und im Übrigen habe ich das Zeug in Mario, Super Mario Kart gehasst. Das war in der Game Boy Advance Version von Mario Kart. Dieses Level. Echt? Ja. Aber es gab doch auch unzählige, die in Super Mario Kart zu designt waren. Das ist auf jeden Fall das GBA-Ding. Okay. Interessant. Ich hab schon keine Seite von SNES, aber gut. War damals meine Lieblingsstrecke. Hat sich in Mario Kart wie geändert. Ich verstehe gut warum. Boah, hier. Geil! Hier kriegst du einen Goldpilz, ja? Bringt nichts. Doch, natürlich bringt er was. Ja, jetzt schon. Aber bei den ganzen Kurven. Ja, da nicht. Also bei den Sprungschanzen hat er nichts gebracht, aber halt danach. Nein, musste ich halt ein Item ausfallen lassen. Ist halt so. Ja, natürlich kommt der Blitz dann. Ist klar. Logisch. Also wenn es nicht online wäre, würde man ja schon denken, dass die PCs hier ein bisschen abgehen. Ja, was weiß ich, wenn ich alleine spiele, geht alles perfekt, wenn ich aufnehme, kommt sowas bei raus. Das ist jedes Mal so. Ja, das ist normal. Ich mach gleich aus, du. Funky sagt auch schon Kurva. Kurva. Ja, also dieses Rennen können wir eigentlich auch vergessen. Wir sind Letzter. Vorletzter. Nein, Letzter. Diddy ist doch... Ja, jetzt Letzter. Beide helle Dinge, die so überholt war, das ist ein Stern. Ja, was wird's wohl gewesen sein, Kugelwilli? Ja, hab ich gar nicht gesehen. Ja, das habe ich schon gewusst, deswegen habe ich auch gesagt Letzter, weil klar ist, dass mich der Typ mit dem Kugelwilli überholt. Ja. Mhm. Wo zum Teufel kommen die eigentlich jetzt Blitze her? Was weiß ich. Ja, wenn die Scheiße mal am Schuh klebt, dann klebt sie am Schuh. Lächerlich, oder? Also ich kenn's aus Mario Kart, wie vor allem diese Multitreffer, die sehr frustrieren. Wenn man nicht nur einmal getroffen ist, sondern mit getroffen, dann kommt irgendwie BÄM und da kommt noch einer von der Seite und schubt einen irgendwo hin. Diese Situation kennt ihr leider zu gut. Ohne Worte, also das war... Nee, fällt mir nichts zu ein. Sehr witzig. Was denn? Ja, gleiche Strecke nochmal. So, das meinst du, ja, gut. Und irgendwie ist es eine Kopie vom letzten Level, weil du hast auf der gleichen Stelle die scheiß Wolke. What the fuck? Interessant ist ja, dass ich den ersten nicht einholen konnte. Erinnert mich daran, als ich gegen dich gefahren bin. Da habe ich mir das mehrmals am Tag gedacht. Ach ja, die schönen Kurven. Ne. Ja, das hier ist irgendwie ein Epic Fail Part, glaube ich. Das andere Wort hier finde ich leider nicht. Ja, gerade mit dem Blitz, ja sicher. Ich glaube, erst die 10. Blitzenwelle gesehen haben und die 3. Gewitterwolke, die er schon hat. Ja, also, im Online-Rennen Betrug ist schon merkwürdig. Merkwürdig? Wieso? Da ist es ja vorzugsweise.
Ja, aber ich meine, die Online-Gegner können den nicht betrügen, daher. Und wie die können? Was meinst du, wie viele Cheater es gibt? Ja, das, also das Hacker. Ist, das sind PC, das macht es ja normal. Also, ja gut, aber ich glaube, wenn die hacken würden, dann hätten sie ein bisschen mehr wie 6000 Punkte. Ja, das ist jetzt kein Hack, das ist jetzt einfach... Was weiß ich, aber ich wollte nur sagen, natürlich können Hacker und Cheater auch hier vorkommen. Ja, geht schon, aber so derbe wie hier, da lebe ich das sonst nur in PC-Dingern, wo wirklich immer ein Blitz kommt, wenn man gerade auf der Überholpolizei beispielsweise. Zu viele Blitze und so weiter, das ist ja normal in MKW, aber... Naja. Wenn ich dann wieder an Super Mario Kart denke, wo es glaubt, wenn man das durchspielt, vielleicht einen einzigen Blitz sieht. Ja. Da war es natürlich zu wenig, also in Double Dash war es eigentlich genau richtig, finde ich. Hier ist es in Double Dash übertrieben. In Double auch Dash der war Freund zweite da. Am besten. Da gab es auch die Special Items für jeden und so. Also das war von den Items her am besten, fand ich. Ja. Ich hab's dann noch aufgeholt, aber überholt habe ich keinen mehr. Schade. Naja, tritt das auch nicht schlecht, gibt wieder ein paar Pluspoints. Ja. Ob das beim nächsten Mal besser wird, ich weiß es nicht. Ich muss mir das jetzt erstmal nochmal anschauen und mich fragen, warum werde ich so gestraft, Gott. Kommen die anderen eigentlich mal ins Ziel, oder? Ach, jetzt. Zumindest einen Fail haben wir mit 63 Pluspunkten wieder gut gemacht. Ich bin happy. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr wart die Einzigen.